Hier habe ich eine DVD-Box. Die Serie wurde leider zu früh abgesetzt für meinen Geschmack. Hat auch, ja, jetzt nicht so wirklich das coole Ende. Aber ich musste sie trotzdem haben. Oh Gott, sie ist ein bisschen staubig. Sie lag viel zu lange im Regal. Das ist die Serie Jericho. Super cool gemacht. Ich werde euch mal einfach mal den Inhalt vorlesen, weil es sehr cool ist. Das plötzliche Auftauchen eines Atompilzes am Horizont stürzt die Bewohner einer kleinen friedlichen Stadt in Kansas ins Chaos, isoliert sie komplett und lässt sie mit der Frage, ob sie die einzigen überlebenden Amerikaner sind, völlig alleine. Aber in diesen Krisenzeiten, wenn aus sensiblen Menschen paranoide Wesen werden, persönliche Ziele plötzlich Vorrang haben und wohlbehütete Geheimnisse drohen, gelüftet zu werden, finden einige Menschen eine innere Stärke, die ihnen vorher nie bewusst war. Es ist die Geburtsstunde von Helden Widerwillen. Ja, ich wollte euch diese DVD-Box einfach nochmal zeigen, weil diese Serie hat mir super gefallen und die gibt es immer mal wieder für einen Schnapper zu kaufen. Ist auch sehr, sehr, sehr primitiv gehalten, halt einfach ohne großartig irgendwelche Booklets drin oder so. Einfach nur die Discs. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich habe sie jetzt für ein paar Euro, habe ich sie mir geschnappt. Wie gesagt, meines Erachtens eine Serie, die sie leider viel zu früh abgesetzt haben. Wie sie das ja in der letzten Zeit immer gerne machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde euch die verlinken. Guckt euch da einfach mal ein paar Trailer von an im Internet oder bei YouTube oder wo auch immer. Ja, im Internet oder bei YouTube oder wo auch immer. Guckt euch einfach mal ein paar Trailer bei YouTube an, dann werdet ihr sehen, dass die ziemlich nice ist, gerade für so Endzeit, wenn Leute auf Endzeit und sowas stehen, Endzeit, Apokalypse, was auch immer, dann ist das schon eine ganz coole Serie, habe ich schon alles gesagt, lasst mir ein Like da oder auch kein Like, Link ist unten drunter, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis denn, dann ciao.